Heidelberg zündet Innovationsfeuerwerk im Bogen Offset. Dieses Speedmaster XL106 schlägt ein neues Kapitel in Sachen technologischer Intelligenz und Automatisierung auf. Der anhaltende Trend zu immer kleineren Auflagen führt zu immer häufigerem Druckplattenwechsel. Mit dem hier installierten Autoplate XL3 konnte der Kunde eine deutliche Reduzierung der Einrüstzeiten um bis zu 40% erreichen. Die 2016 vorgestellte Push-to-Stop-Technologie wurde entscheidend weiterentwickelt. Optimierte Prozesse, geschlossene Automatisierungslücken, all das macht den Bogen-Offset-Druck noch attraktiver, wirtschaftlicher und damit wettbewerbsfähiger. Getreu dem Motto Unfold Your Potential. Unfold Your Potential bezieht sich auf zwei Dimensionen. Einerseits auf den Maschinenpark des Unternehmens, verbunden durch unsere Softwareplattform, und zum anderen auf die Menschen, die diese Maschinen bedienen. Dort wollen wir das Maximum rausholen, indem wir die Kunden mit einer digitalen Plattform ausstatten, die ihnen Transparenz verschafft, die ihnen aber gleichzeitig ermöglicht, im Bereich der Menschen Fehler zu eliminieren, künstliche Intelligenz zu nutzen und so zu einem Gesamtoptimum in der Produktivität und damit auch in der Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu kommen. Einblick in die Produktinnovationen gab es online. Die ursprünglich geplante Kundenveranstaltung wurde wegen des Coronavirus ins Internet verlegt. Von der kommenden vollautomatischen Beschickung und Entsorgung der Druckplatten über den Heidelberg Assistant, der dem User die Leistungsdaten seiner Maschinen zeigt und die Kommunikation mit Heidelberg noch einfacher macht, wurden hier die wesentlichen Aspekte der Neuentwicklungen vorgestellt. Heidelberg ist nach wie vor der Markt- und Technologieführer. Wir sind diejenigen, die das Thema Digitalisierung in unserer Branche vorantreiben, mit dem Ziel, die ganzen Herausforderungen unserer Kunden besser zu managen. Und das eben mit Hilfe von datengetriebenen Lösungen und Modellen. Auf diesen Daten basiert beispielsweise IntelliRun. Der Bediener erhält am Wallscreen XL situationsabhängig Anzeigen und Hinweise, welche Tätigkeiten und Informationen erforderlich sind, um Zeitverluste zu vermeiden. Diese Navigation kommt mit IntelliLine auch an die Druck- und Lackierwerke. Druckt die Maschine Gutbogen, leuchten die LED-Elemente blau. Grün bedeutet, es werden automatische Rüstvorgänge ausgeführt. Immer dann, wenn jemand manuell eingreifen muss, wechselt die Farbe zu gelb. Seit dem letzten Herbst läuft die Maschine der neuesten Generation bei der Druckerei Aumüller in Regensburg im Feldtest. Die Bilanz? Die Maschine ist ein deutlicher Quantensprung im Vergleich zur letzten Drucker-Generation. Wir konnten die Einrichtezeiten noch mal um 40% reduzieren. Das bedeutet natürlich auch, dass die Anforderungen an unsere Mitarbeiter deutlich gestiegen sind. Wobei neue Prozesse und Automatisierungen auch vieles erleichtern. Mit der neuen Generation der Speedmaster, die ab sofort weltweit verfügbar ist, ziehen Elemente der künstlichen Intelligenz in die Druckproduktion ein. So werden die einzelnen Aufträge beispielsweise in der Reihenfolge optimiert, um Rüstzeiten zu minimieren. Durch einen digitalen Workflow lässt sich der Status jeder Maschine und jedes Auftrags verfolgen. Das gilt nicht nur für die Druckmaschine, sondern auch für die Weiterverarbeitung, die nun ebenfalls mit dem Push-to-Stop-Konzept arbeitet. Bei Aumüller Druck ist mittlerweile auch die Druckplattenproduktion automatisiert. Der einzige Schritt, der für den Menschen noch übrig bleibt, ist es, die Druckplatte nach der Belichtung zur Druckmaschine zu bringen. Und auch dafür hat Heidelberg bereits eine Lösung vorgestellt. Wenn Sie auf dem Shopfloor sind, auf Neudeutsch gesagt, in der Fabrik stehen, dann ist der Beginn der Digitalisierung, die Usability, das Interface zwischen der Maschine und dem Operateur der Maschine. Und es endet im Management, wenn es einen Blick über seine Maschinen erhält und die Produktivität jederzeit live mitverfolgen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was Innovationen anbelangt, das ist die neue Plattform, die wir aufbauen, das Ecosystem um Heidelberg herum, wo wir andere Zulieferer einbinden, um die ganze Wertschöpfungskette im Herstellen von gedrucktem Papier begleiten zu können in Zukunft. Und auch für den Bediener hat Heidelberg eine Innovation. Mit Plate to Gallery wird er ergonomisch entlastet. Nicht unwichtig, weil unsere durchschnittliche Auflage sinkt kontinuierlich. Wir haben 2019 eine durchschnittliche Auflage von 2600 Bogen gedruckt. Das bedeutet für jeden Bediener, jeden Plattenbediener bei uns hier in der Firma, ungefähr 30 Plattenwechsel, Jobwechsel pro Schicht. Das bedeutet 240 Druckplatten, die er auf die Galerie bringen muss. Ein Lift sorgt nun dafür, dass die Druckplatten nicht bei jedem Wechsel von unten geholt werden müssen. Er spart pro Schicht viele Schritte. Entwickelt für die Drupa 2020, die nun wegen Corona im April 2021 nachgeholt wird. Doch das ändert nichts daran, dass Heidelberg wieder einmal Innovationen zur Marktreife gebracht hat, die überwiegend demnächst für die Kunden auch verfügbar sind.